Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid und für alle, die neu den Kanal entdeckt haben, ein herzliches Willkommen beim Dissflüsterer. Mein Name ist Dennis und ich untersuche und bewerte hier Filme in 4K UHD und sage euch, welche Scheibe sich lohnt und welche nicht. Nun, wir befinden uns im Oktober und ihr wisst, was das bedeutet. Die Tage werden dunkler und es ist Zeit für ein paar gruselige Streifen. In diesem Monat werde ich mich dem Horrorgenre widmen und euch ein paar Filme in 4K vorstellen. Den Start machen die Filme S, Kapitel 1 und 2 von Regisseur Andy Muschietti nach einem Roman von Stephen King. Jeder, der das Buch gelesen oder die Filme gesehen hat, weiß, worum es geht. Mir gefällt die Stimmung und der Look der Filme sehr und gerade Bill Skarsgård als Pennywise spielt hier grandios. Ob Bild und Ton überzeugen können und was Extras und Verpackung so bieten, das erfahrt ihr wie immer hier. Wenn ihr Filme auf physischen Datenträgern sammelt oder einfach diesen Content mögt, dann würde ich mich über euren Support in Form eines Abos und einem Like sehr freuen. Legen wir mal los mit der Bildqualität. Wie sind die S-Filme in 4K? Gedreht wurden Teil 1 und 2 auf einer Arri Alexa Mini und einer Arri Alexa XT in 2,8K und 3,4K. Von dem digitalen Material wurde ein 2K-DI erstellt. Somit haben wir keine native 4K-Auflösung und das Bild wurde hochskaliert. Zur Schärfe kann ich gleich vorweg sagen, dass ein paar wenige Szenen in UHD etwas besser und knackiger wirken, aber keinen nennenswerten Unterschied zur 1080p-Scheibe bieten. Denn das Bild fällt insgesamt ruhig und clean aus, Körnung existiert hier nicht. Ich würde sagen, dass 4K und Full HD auf einem Level liegen. Aber die Auflösung macht eine Menge Spaß und lässt viele Details an Gesichtern und Kleidung erkennen. Beim erweiterten Farbraum bekommen wir HDR10 und Dolby Vision in REC 2020. Der zweite Teil hat sogar noch HDR 10 Plus an Bord, fällt aber hier kaum ins Gewicht. Die Farbgebung ist in beiden Formaten identisch. So gibt es viele Szenen, die im Sommer bei Tageslicht spielen und gelbliche Töne zeigen, aber auch viele Naturfarben abbilden. Was die UHD-Scheibe hier besser macht, sind Konturen und Linien im Bild und so ist die Durchzeichnung der Wolken am Himmel stimmiger. Aber es ist ein Horrorfilm und so kommen viele dunkle Szenen zum Einsatz. Ich kann hier sagen, dass die Schwarzwerte gut ausfallen und auch in der Durchzeichnung angenehmer sind. Im zweiten Teil wirken sogar dunkle Szenen etwas heller und so kommen manche Details besser zum Vorschein. Ein echtes Plus sind die Spitzlichter in manchen Szenen, sowie die Reflexion der Murmeln am Anfang des ersten Teils hervorragend abgebildet, aber auch die Lichter auf dem Jahrmarkt im zweiten Teil kommen besser hervor. Aber die Blu-ray an sich gibt euch auch ein schönes Bild. Das Upgrade ist in ein paar Szenen zu erkennen und fällt beim direkten Vergleich auf. Ansonsten liegen die Formate auch hier fast auf einem Level. Ich zeige euch natürlich auch ein paar Beispiele. Im ersten 4K-Screenshot aus Teil 1 könnt ihr den Charakter Bowers, gespielt von Nicholas Hamilton, sehen. Er hält sein geliebtes Messer in der Hand und das Bild zeigt die wärmere Farbgebung. Das Leuchten der Sonne kommt stärker zum Vorschein und wirkt insgesamt stimmiger. Im Vergleich dazu ist das Bild der 1080p-Scheibe ein bisschen kühler und zeigt weniger Gelbanteile im Bild. Aber der Unterschied fällt kaum ins Gewicht. Auch die Schärfe bleibt identisch. Im zweiten 4K-Bild wird der Horrormeister persönlich, Stephen King, in seiner kleinen Nebenrolle gezeigt. Sein Cameo-Auftritt findet im zweiten Teil statt. Hier ist das UHD-Bild heller als bei der Full-HD-Scheibe und lässt so ein paar mehr Details erkennen. Im Vergleich dazu ist das Bild der Blu-ray etwas dunkler geraten, aber der Unterschied fällt hier gering auf. Im Bereich Schärfe tut sich nichts. Zusammenfassend kann ich festhalten, dass das 4K-Bild etwas stimmiger und knackiger wirkt, aber die 1080p Blu-ray an sich auch einen guten Job macht. Beide Formate haben ein ruhiges und angenehmes Bild mit tollen Kontrasten zu bieten. Ich gebe den S-Film daher 7 von 10 möglichen Punkten, da sich das Upgrade in Grenzen hält. Zwar holt Dolby Vision ein bisschen mehr raus, aber die generelle Farbgebung sowie die Auflösung bleibt gleich. Machen wir weiter mit dem Ton. Für den deutschen und englischen Ton bekommen wir jeweils eine Dolby Atmos Spur zu hören, welche im Kern auf einer Dolby True HD Spur basiert. Beide Sprachen liegen, was Druck und Dynamik betrifft, hier auf einem Level. Zwar sind die Filme keine Referenztitel für Atmos, denn die Handlung konzentriert sich über weite Teile auf die Figurenentwicklung und hat ruhige Stellen zu bieten. Aber gerade wenn Pennywise auftritt, drehen die Tonspuren schön kräftig und druckvoll auf. So kommt die Musik, die Stimme vom Clown oder auch einzelne Geräusche von oben, um so mehr Grusel zu erzeugen und es fühlt sich sehr immersiv an. Gerade die Szene, in der Pennywise aus der Leinwand kommt oder auch das Finale im zweiten Teil bietet eine tolle Surround-Dynamik und tiefe Bässe und macht viel Spaß. Der deutsche Ton ist mit der 1080p-Scheibe identisch.
Im Vergleich zur normalen Blu-ray zeigt sich das Upgrade für den O-Ton, denn auf der 1080p Scheibe bekommen wir eine englische Atmospur, welche im Kern auf einem Dolby Digital Plus Mix basiert und verliert hier ganz klar an tiefen Bässen und Aggressivität. Insgesamt gebe ich den Ton 8 von 10 möglichen Punkten, denn das kleine Upgrade für den O-Ton ist auf jeden Fall bemerkbar. Kommen wir zum Bonusmaterial. Für den ersten Teil bekommen wir 11 entfallene Szenen, 3 Featurettes über die Produktion und Pennywise selbst. Hier kommen viele der Schauspieler zu Wort und Bill Skarsgård erzählt, wie er seiner Figur Leben einhauchte. Sehr empfehlenswert. Für den zweiten Teil wurde eine extra Blu-ray dazugepackt und auch hier bekommt ihr entfallene Szenen, diverse Featurettes über die Produktion und den Gastauftritt von Stephen King zu sehen. Für Teil 2 ist sogar noch ein Audiokommentar vom Regisseur mit dabei. Insgesamt fällt das Bonusmaterial gut und vielfältig aus und gibt euch tolle Einblicke hinter die Kulissen. Ich gebe den Extras 8 von 10 möglichen Punkten. Ihr könnt hier die normalen 4K M-Rays von S Teil 1 und 2 sehen. Das Design fällt solide und gut für einen Horrorfilm aus, jedoch ist es sehr schade, dass Teil 1 kein Wendecover besitzt und ihr so die großen FSK und HDR-Logos sehen müsst. Teil 2 bietet hier das Wendecover und sieht somit nicer und cleaner aus. Auf der Rückseite gibt es die wichtigsten technischen Infos zu den Filmen. Auch die Auflistung des gesamten Bonusmaterials ist zu sehen. Die 4K-Scheiben wurden bei beiden Teilen bedruckt und sind ganz schlicht in Schwarz gehalten und zeigen den Titel in roter Schrift. Es ist okay, sieht aber nicht besonders aus. Insgesamt gebe ich den Verpackungen 6 von 10 möglichen Punkten, da wir ein solides Design für die Emirates erhalten, wobei Teil 2 am besten wirkt. Das nicht vorhandene Wendecover bei Teil 1 sowie die 0815 aussehenden Discs trüben die Gesamtwertung ein wenig. Die 2 S-Filme machen mir auf jeden Fall viel Spaß und geben mir diese Gruselatmosphäre. Auch wenn sie keine wahren Schockmomente zu bieten haben, wissen sie doch zu unterhalten. Bei den 4K-Scheiben muss ich jedoch sagen, dass das Upgrade kaum ins Gewicht fällt. Die Schärfe und der deutsche Ton bleibt mit dem auf der Full-HD-Scheibe gleich. Nur Dolby Vision und der Atmos-Sound im O-Ton kitzelt aus dem Mastering für Bild und Ton nochmal ein bisschen mehr raus. Also, wenn ihr unbedingt das Beste sehen wollt und eure Filme gerne in Englisch guckt, dann könnt ihr über einen Kauf nachdenken. Ansonsten reichen die normalen Blu-Rays völlig aus. Ich gebe den S-Film in UHD 7 von 10 möglichen Punkten und so müsst ihr abwägen, was euch persönlich wichtig ist. Jetzt seid ihr gefragt, was denkt ihr zu S? Mögt ihr die Filme oder seid ihr eher ein Fan von der TV-Produktion aus den 90er Jahren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Videos zu 4K-Veröffentlichungen sehen möchtet, dann schaltet nicht weg und klickt gerne auf meine Kritik von letzter Woche. Da habe ich über Aquaman gesprochen. Oder geht direkt auf meinen Kanal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht es gut und bleibt gesund, euer Discflüsterer.